Die börsengehandelten Indexfonds, die ETFs, sind jetzt seit 13 Jahren in Europa zu kaufen und sie entwickeln sich im Rekordtempo. Selbst in Börsenkrisen haben sie das Vermögen gesteigert. Ja, Privatanleger sind allerdings immer noch Mangelware. Nur die sogenannten Selbstentscheider setzen immer stärker auf ETFs. Herzlich willkommen zu Gewinnen mit ETFs, dem Forum der Experten, meine Damen und Herren. Und die Selbstentscheider, die unbekannten Wesen, die sind heute das Objekt, das wir unter die Lupe nehmen. Und dazu begrüße ich Christian Biemüller. Er ist Senior Product Manager für Anlage- und Tradingprodukte bei der DRB Bank, also einer Online-Bank. Und die setzt ja genau auf die Zielgruppe der Selbstentscheider. Und weiter geht's mit Sven Württemberger, Leiter Wealthsales Germany bei iShares. Und der hat natürlich auch die institutionellen Kunden mit im Blick. Machen wir erstmal eine Bestandsaufnahme. Warum sind die privaten Anleger immer noch so weit zurück, verglichen beispielsweise mit Amerika? Hier in Deutschland sind es vielleicht 10%, die ETFs kaufen. In Amerika sind es ja schon 30%, die das in ihren Depots haben. Was sind die Gründe dafür? Das liegt sicherlich an der Ausgestaltung, dass Sie als Privatanleger im klassischen Filialbankgeschäft eigentlich mit ETFs sehr wenig Berührungspunkte haben. Sie haben es schon angesprochen, wenn Sie als Kunde auf ETFs setzen, gehen Sie vorwiegend zu einer Direktbank, weil hier es halt verstärkt Angebote gibt. Also klar, normalerweise wird es in der Beratung nicht so angeboten, um es ganz klar zu sagen, weil an den ETFs keine Provisionen hängen. Kann man das so sagen, Herr Württemberger? Das können Sie gern so sagen, Herr Dr. Jünemann. Wir sehen hier einen ganz klaren Trend. Der Endkunde, der Privatkunde, der Anleger, der Selbstentscheider, wie Sie ihn auch genannt haben, fokussiert sich zunehmend auf einfache und transparente Produktstrukturen und versucht natürlich hier in seiner Anlageauswahl auch bestimmte Trends mit aufzunehmen. Und das kann er einfach ganz gut über ETFs machen, ja, weil sie haben hier den Marktzugang, sie können die Produkte jeden Tag kaufen, verkaufen, sie haben die Liquidität, die Handelbarkeit und die breite Auswahl von 2000 Produkten im Markt. Und das schätzt der Anleger und er schätzt natürlich auch die Möglichkeit, diese Produkte über eine Privatbank oder eine Onlinebank zu erwerben. Also das hat sich ganz klar rumgesprochen. Wir gucken mal an auf einer Grafik, wie denn bei Ihnen die ETF-Kunden, wenn man das so sagen kann, positioniert sind von den Anlageklassen her. Und Sie haben ja auch immer eine weitere Vergleichsgruppe, das sind dann die Vermögensverwalter. Generell, wie können Sie das jetzt sagen? Das sind eben hier diejenigen, die ETFs kaufen. Und was kaufen Sie vor allen Dingen? Sie kaufen vor allen Dingen Aktien. Also Zugang zur Anlageklasse Aktien. Wie sind diese Entwicklungen zu beurteilen? Generell ist, wenn man die Privatleger betrachtet, deutlich zu sehen, dass sie sehr risikoreich agieren und verstärkt die ETFs in Aktien investieren. Also man sieht hier, fast 75% der ETFs liegt in Aktien. Mhm. Im Vergleich, wenn Sie jetzt die Renten- oder Rohstoffindizes ansehen, da sind wir ungefähr bei 10%. Also man sieht hier, von der Diversifikation wird sehr risikoreich investiert. Wenn man sich die Produkte der Aktien dann näher ansieht, kann man auch erkennen, in welche Richtungen die Anleger eindeutig investieren. Jetzt gucken wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer an. Aber bei Ihnen, wenn Sie jetzt mal die Gruppe der Institutionellen nehmen, die sind ja doch deutlich zurückhaltender, was die Aktien betrifft. Also Versicherungen und so, die können da fast keine Aktien mehr kaufen, richtig? Ja, vielleicht aber auch noch mal zu dem Trend. Das ist natürlich klar, dass die meisten Produkte in Aktien sind. Das sind die klassischen ETFs, das ist ein DAX, das ist ein Eurostoxx etc. Ja. Die Rentenprodukte sind ja auch im ETF-Bereich noch eine recht junge Gattung, die, wie Sie auch angesprochen haben, primär auch von institutionellen Kunden genutzt wird, nichtdestotrotz im gegenwärtigen Marktumfeld auch verstärkt von Privatkunden. So, wir haben noch eine weitere Grafik und da haben wir jetzt noch mal die Aktieninvestments genauer runtergebrochen bei Ihnen. Also die schauen wir uns jetzt an und da sehen wir es ganz klar, also der DAX ist der DAX. Das ist natürlich das, was die Leute am meisten bei uns kaufen mit dem berühmten Home Bias, also mit der Präferenz für heimische und damit angeblich leichter beurteilbare Produkte. Aber das verändert sich natürlich. Gehen die jetzt doch einfach auch stärker in fremde Länder hinein? Selbstverständlich. Also man sieht ganz klar, der Heimatmarkt mit dem DAX steht im Fokus der deutschen Anleger. Und was natürlich ganz interessant ist, ist in den letzten Jahren die verstärkte Nachfrage nach Emerging Markets. Man sieht es auch eindeutig an der Grafik, dass die Emerging Markets schon vor Asien, vor Welt und auch vor USA sind. Das war vor einigen Jahren noch ganz anders. Und man sieht da durchaus die Risikobereitschaft der Kunden, auch in Schwellenländer zu investieren und halt explizit auch von den hohen Wachstumschancen dort halt zu partizipieren. Wie
Ist das bei Ihnen spürbar? Also Sie müssen ja auch irgendwie merken, dass da Aktien stärker kommen, dass der DAX natürlich, Sie haben den größten DAX-ETFs, der wird dann natürlich präferiert gekauft, wenn Leute sich mit dem DAX auseinandersetzen. Absolut, ja, der DAX ist der größte ETF und der größte Fonds im deutschen Markt. Von der institutionellen Seite sieht die Verteilung ein bisschen anders aus. Also wenn man mal auf die Schwellenländer und vor allem auch die USA schaut, dieses Risiko wird von institutionellen Kunden nicht ganz so stark wahrgenommen wie von Privatkunden. Hier ist auch noch mehr der Fokus zum Beispiel auf die USA, auf dem S&P 500, der auch für viele institutionelle Kunden ein Leitindex ist, an dem sie ihre Portfolien aufbauen. Und daher ist die Gewichtung hier ein bisschen anders zu sehen, als sie vielleicht beim Privatkunden sehen. Wenn wir mutige Privatkunden haben, nennen wir das jetzt mal so, oder risikobereite Privatkunden, dann würde man sich natürlich die Frage stellen, kaufen die überhaupt Sparpläne? Sparpläne gelten ja etwas Solides, da muss man jedes Monat einzahlen, über viele Jahre hinweg. Und dann wird natürlich immer wieder argumentiert, dass Sparpläne bestimmte Vorteile haben, den berühmten Cost-Average-Effekt. Und was der genau darstellt, das sehen wir nochmal jetzt wieder hier auf einer Grafik. Und wie kommen denn sozusagen Sparpläne bei Privatanlegern an, Herr Böhmüller? Also generell lässt sich sagen, dass eigentlich Sparpläne für alle Kundensegmente interessant sind. Ob ich jetzt ein Trader oder ein Anleger bin oder auch langfristig für die Altersvorsorge spare. Sparpläne findet man eigentlich in jedem Depot von einem Privatkunden. Mhm. Sie kommen wirklich sehr, sehr gut an. Wie Sie schon sagten, durch den Cost-Average-Effekt habe ich halt immer so ein Durchschnittskostenprinzip, mit dem ich investieren kann. Das sehen wir jetzt hier auf der Grafik. Sollten Sie vielleicht doch mal erklären, das Prinzip, dass man das begreift. Ist relativ einfach dargestellt und auch von den Summen her plausibel zu erklären. Der Kunde spart monatlich 100 Euro in einen ETF jetzt als Beispiel und kauft halt immer zu unterschiedlichen Einstiegskursen. Einmal bei 150, da bekommt er ungefähr, also 0,67 Anteile. Bei 50 Euro bekommt er 2 Anteile und im dritten Monat bei 100 Euro einen Anteil. Und man sieht ja sehr schön, durch den Durchschnittskostenpreis von rund 81 Euro kommt er halt viel günstiger an die Stücke ran. Und das ist deutlich besser für ihn zu diversifizieren, indem dass er in schlechten, also bei guten Kursen schlechter dargestellt ist, weil er weniger Anteile erwirbt, aber bei niedrigen Kursen deutlich mehr. Und durch diesen Durchschnittskostenprinzip ist es für ihn sehr interessant. Ja, und interessant ist natürlich auch für die ETF-Anbieter, die lieben Sparpläne, weil dann sozusagen der regelmäßige Flow da ist. Ist da jeder ETF, den Sie haben, sparplanfähig oder wird das also genau mehr auf die bekannten Produkte konzentriert? Also es ist eigentlich eine Vielzahl unserer Produkte sparplanfähig. Also je nach Anbieter natürlich unterscheidet sich das ein bisschen. Wir beobachten das sehr wohlwollend und wir nehmen auch den Trend wahr, dass der Anleger sehr stark daran interessiert ist, langfristig zu investieren und ETFs auch für die Altersversorgung oder für die langfristige Investition zu nutzen. Und daher nehmen die Fragen, die wir auch bekommen über unsere Hotline als Emittent, stetig zu. Also gerade aktuell haben wir eine Menge Anfragen zu Sparplänen. Ja, da haben wir einen ganz wichtigen Punkt. Ich bin zwar Selbstentscheider, aber ich kann mich schon ein bisschen informieren. Also ich kann auf der Hotline anrufen und habe Herrn Württemberger dran und der sagt mir denn, was der Vor- oder Nachteil eines bestimmten Produktes ist. Wie soll ein Selbstentscheider vorgehen? Wir haben jetzt nochmal eine Checkliste vorbereitet, die einfach da eine gewisse Hilfestellung gibt. Da baut sich jetzt auch die Grafik aus. So, Herr Biemüller, also gehen wir mal ganz kurz und systematisch vor. Wie soll ein Selbstentscheider sich prüfen? Also generell lebt ein Selbstentscheider ja davon, dass er sich ständig mit Informationen versorgt, größtenteils auch online und ist sozusagen viel näher am Markt dran als jetzt ein klassischer Filialbankkunde, wenn man es mal so nennen darf. Im Prinzip ist als allererstes klar, er muss abklären, wie seine Risikobereitschaft ist, wie er investieren möchte, mit welchem Risiko und welches Anlageziel er verfolgt. Mhm. Parallel sichtet er Angebote, Vergleiche zu Produkten und Tests, um dann halt auch die ausgewählten Produkte und Konditionen überprüfen zu können, stellt sein Portfolio zusammen und kann dann anschließend auswählen, in welcher Art er investieren möchte. Sie haben es schon erzählt, in Sparplänen wäre eine Möglichkeit, aber auch natürlich das klassische Einmalinvestment trifft hier zu und anschließend trifft er halt wirklich seine Entscheidung der Anlage komplett selbst, losgelöst von einer Beratung. Ja. Und er trifft hoffentlich die richtige Entscheidung. Also Sie sagen, die Hotline ist ein Kontakt, den Sie mit den Privatanlegern haben. Was fragen die da so? Also ist das so, dass Sie tatsächlich nach diesem Muster
auch bei Ihnen bestimmte Fragen stellen, die dann also Ihnen helfen, die Entscheidung zu treffen. Beratung im klassischen Sinne geben Sie ja nicht. Also dieser Auswahlprozess orientiert sich auch sehr stark an dem, was wir im institutionellen Bereich sehen. Auch hier gibt es natürlich Auswahlkriterien, die zu Rate gezogen werden, wenn man einen ETF auswählen möchte. Das gängigste Thema ist hier immer die Struktur. Ist der ETF voll replizierend? Ist er Swap-basiert? Das sind auch Fragen, wo viele Privatkunden am Telefon durchkommen und wissen wollen, wie funktioniert ein ETF, was steckt dahinter, wie sicher ist die Anlage, ist es ein Sondervermögen und wie kann ich dieses Produkt besparen, beziehungsweise über welche Online-Banken ist dieses Produkt verfügbar als Sparplan. Also das ist sicherlich ein Großteil der Fragen, die wir bekommen. Im Schnitt sind das 500 bis 1000 Anfragen pro Monat. Also da sieht man auch, dass das Interesse an dem Produktkonzept sehr stark zugenommen hat. Mhm. Ja, wie geht es weiter mit dem Selbstentscheider? Also wird der zunehmen? Es wird ja gesagt, dass also sozusagen die klassische Beratung sowieso nur noch nach juristischen Kriterien gemacht wird. Und dann kommt da vielleicht viel mehr Nutzer, Anleger auf die Idee zu sagen, dann mach doch lieber selbst, als dass ich mich da solch einer Prozedur unterziehe. Also wir haben in den letzten Jahren einen eindeutigen Trend gesehen Richtung Selbstentscheider. Er hat ein hohes Wachstum an neuen Kunden Richtung Selbstentscheider und sind natürlich sehr, sehr positiv gestimmt, dass das auch in Zukunft so bleiben wird. Gerade weil der Charakter online weiter zunehmen wird, Direktbankengeschäft auch sehr, sehr interessant ist in dieser Ebene für den Selbstentscheider. Und natürlich wir eher davon ausgehen, dass die Nachfrage von Selbstentscheidern, das belegen auch mehrere Studien, deutlich höher ist als die jetzt beispielsweise einem Fairbank-Kunden oder von anderen Kunden. Und der natürlich durch die langjährige Erfahrung, die er jetzt auch schon gewinnt als Selbstentscheider, auch weitaus mehr Anlageentscheidungen trifft. Mhm. Herzlichen Dank für Ihre Ausführung, meine Damen und Herren. Also der Selbstentscheider wird zur treibende Kraft auf dem ETF-Markt. Er kann zwar die institutionellen noch nicht übertrumpfen, aber je schwieriger sozusagen die normale Beratung wird, desto mehr werden sich Kunden entscheiden, selbst sich um ihre Anlagen zu kümmern und dazu gehören dann eben auch ETFs. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter daf.fm. Das war's, vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.